Teilnehmerinnen zu unserem heutigen DZ-Bank-Webinar. Wenn ich hier aus dem Fenster schaue, sehe ich nur einen blauen Himmel, wunderschön draußen. Ich denke, bei Ihnen ist das genauso. Ich hoffe, Sie haben heute viel Spaß bei uns. Dauer des Webinars wieder circa eine Stunde. Ja, mein Name ist Markus Landau. Ich freue mich, dass Sie heute alle wieder mit dabei sind. Wen haben wir hier heute zu Gast? Unser Zweiergespann der technischen Analyse, den Dirk und den Armin. Ja, herzlich willkommen. Und möchte Ihnen gleich zeigen, was heute auf unserer Agenda steht. Erster Punkt unter der Überschrift The Big Picture wird es die technische Analyse zum DAX und Co. geben, also auch Analysen zu Währungen, Renten und Rohstoffen. Danach wieder eine Trading-Strategie zum DAX und Fragen werden dann wieder zwischenzeitlich oder zwischendurch beantwortet oder, wenn wir es nicht ganz packen, am Ende. Ja, bevor wir dann richtig in die Materie einsteigen, wieder vorab in Kürze die rechtlichen Hinweise. Die müssen wir ja wieder jedes Mal im Gepäck haben. Es sind drei Punkte. Das Webinar richtet sich an kundige Selbstentscheider mit Erfahrung in Hebelprodukten. Das werden Sie sicherlich alle haben. Der zweite Punkt ist Hebelprodukte. Die ganzen Produkthinweise, die wir hier geben, sind nur zu Demonstrationszwecken und sind nicht als Empfehlung zu verstehen. Und der dritte Punkt, Hebelprodukte, wenn Sie mit Hebelprodukten agieren, sind zwei wichtige Risiken nicht aus dem Auge zu lassen. Einmal das Totalverlustrisiko und das Emittentenrisiko, was mit solchen Produkten einhergehen kann. Ja, dann kommen wir gleich zu einem ersten Tagespunkt, The Big Picture. Ich hatte es schon angekündigt und da fängt jetzt der Armin an und wird Ihnen was zur technischen Analyse zum DAX geben und dann komme ich mit einem Produkt, mit den Produktstrategien, die ich Ihnen dann präsentieren werde. Also, Armin, du bist an der Reihe. Vielen Dank, Markus. Dann hole ich mir wie immer erstmal die Moderatorenrechte. So, dann können wir nämlich auch gleich starten. Also erstmal einen schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich, dass Sie wieder zahlreich hier uns zuhören. Ich werde auch gleich hier anfangen und einen Überblick erstmal verschaffen über die allgemeine Lage an den Aktienmärkten. Natürlich werde ich wie immer, wie Sie es gewohnt sind von mir, mit dem US-amerikanischen Markt beginnen. Wie immer mit dem S&P 500, den Sie gleich sehen werden. Aber zunächst einmal nochmal hier eine zyklische Standortbestimmung. Wo stehen wir überhaupt in den Märkten? Was können wir noch in dem restlichen 2017 erwarten? Und hier war es vor allen Dingen so, dass wir am Anfang des Jahres eigentlich gesagt haben, dass wir im ersten Quartal noch gewisse Risiken für die Märkte sehen. Und diese Erwartungshaltung, die speiste sich insbesondere aus dem idealtypischen Verlauf des vierjährigen US-Präsidentschaftszyklus. Da haben wir einmal den allgemeinen Nachwahljahr-Zyklus gehabt und dann haben wir einmal den Zyklus gehabt in einem speziellen Nachwahljahr, nämlich dann, wenn es zu einem Amtswechsel im Weißen Haus gekommen ist. Das sind hier diese zwei Linien, einmal die orangefarbene und einmal die graue Linie. Und dann haben wir aber recht bald gesehen, dass diese Zyklen eigentlich nicht so gut funktionieren. Gerade jetzt im ersten Quartal haben wir gesehen, dass die US-Märkte einfach fast ohne Pause, möchte man sagen, nach oben durchgestartet sind. Und ja, dann sind wir zunächst auf den Dekadenzyklus umgeschwenkt, der eigentlich eine viel bessere Blaupause jetzt hier geliefert hat. Das ist die schwarze Linie, Dekadenzyklus in einem typischen 7er-Jahr. Und da scheint der Markt momentan insgesamt dem Dekadenzyklus weiter zu folgen. Der hat seinen Zenit Mitte des Quartals erreicht und ist jetzt abwärts gerichtet bis etwa in die erste Aprilhälfte. Und da können wir hier recht gut erkennen, dass der tatsächliche Verlauf des Dow Jones Index sich relativ nah an diesen Dekadenzyklus anlehnt. Und das bedeutet aber natürlich gleichzeitig, dass wir noch, ja, ich sag mal so zwei, vielleicht auch zweieinhalb Wochen noch Gegenwind haben von zyklischer Seite. Und in der Phase dürfte es dann für die Märkte besonders schwierig werden, zu steigen. Beziehungsweise hier sollte man erst nur alle Ruhe abwarten, bis die Gegenwindphase vorüber ist und sich dann möglicherweise positionieren für eine Rallye, die dann bis in den Sommer hinein reicht. Und charttechnisch übertragen sieht das Ganze so aus. Der S&P 500 hier zunächst mal hat ja einen intakten langfristigen Aufwärtstrendkanal. Und was ist hier passiert? Hier hat der S&P versucht, nach oben einen Ausbruch zu wagen. Hat auch in den ersten paar Tagen funktioniert, aber das hatten wir auch schon im letzten Webinar gesagt, dass wir uns eigentlich nicht so recht vorstellen konnten, dass hier ein Ausbruch aus einem ohnehin steigenden Trendkanal, dass der hier auf nachhaltiger Basis gelingt.
Denn das hätte ja in letzter Konsequenz bedeutet, beziehungsweise hätte impliziert, dass wir hier in eine positive Trendbeschleunigung gegangen wären. Und da haben wir damals auch argumentiert, dass das Sentiment eigentlich mit einem exorbitanten Optimismus schon ausgestattet ist und dass wir uns also unter den Umständen das nicht so richtig vorstellen könnten hier, dass wir eben diese Beschleunigung erfahren. Jetzt sieht es momentan so aus, als ob der S&P 500 wieder in seinen langfristigen Aufwärtstrendkanal zurückkehrt, nachdem er vorher hier diese Übertreibung gezeigt hat. Wir hatten dann eine erste Gewinnmitnahmephase hier und dann im nächsten Anlauf nochmal auf die 2400 dann, da ist der Markt dann hier, hat der Markt nicht mehr die Kraft gehabt, dieses erste Hoch, wie gesagt, bei 2400 Punkten nochmal einem Test zu unterziehen. Und dann sind wir letzten Dienstag, oder war es Mittwoch, Dienstag oder Mittwoch, hier mit dieser schwarzen Tageskerze dann unter diese Unterstützung um 2355 Punkte gebrochen. Das war dann hier das letzte Reaktionstief. Und mit diesem Signal ist der US-Markt jetzt erst einmal short gegangen. Wie gesagt, zum einen hier der Bruch des letzten Reaktionstiefs und damit ist diese Serie aufsteigender Bewegungshochs und Reaktionstiefs nicht mehr intakt, somit auch der Trend nicht mehr intakt, zumindest hier was die Charttechnik betrifft. Ein erstes Verkaufssignal, was hier generiert wurde und man darf einem nicht vergessen, dass das Ganze ja auch mit einer Rückkehr in diesen Kanal verbunden ist. Das heißt, der S&P 500 wird also weiterhin auf diesem Pfad in diesem Trendkanal wandeln und das bedeutet, dass wir jetzt zunächst einmal auch charttechnische Rückschlagsrisiken haben, denn zwischen dem aktuellen Kursniveau und der nächsten stärkeren charttechnischen Unterstützung ist, wie Sie hier sehen, relativ viel luftleerer Raum. Das heißt, hier auf der linken Seite keine historisch gewachsene Unterstützung. Die erste kommt dann hier bei 2300 und die nächste wesentliche ist dann bei 2280. Und das sind also durchaus noch etliche Punkte, die der S&P 500 hier also weiter fallen kann. So ähnlich sieht es aus im Dow Jones Index. Da haben wir auch hier ein zweites niedrigeres Kurshoch gesehen, nachdem wir vorher fast eine vertikale Steigerung hatten. Und Sie erinnern sich bestimmt, wir hatten hier nach der ersten Rede von Donald Trump vor dem US-Kongress nochmal so eine Art Euphorie im Markt. Das heißt, wir haben hier einen Gap, also eine Kurslücke am Ende eines Aufwärtstrends hier produziert. Dann nochmal eine weiße Tageskerze. Aber das war es dann eben auch. Dann fanden sich keine weiteren Käufer mehr im Markt. Käuferlager war leer. Und insofern jetzt hier also folgerichtig die Konsolidierung und auch hier haben wir das letzte Reaktionstief unterschritten. Ähnliche Situation wie im S&P 500. Zunächst einmal wenig Unterstützung jetzt im Markt, sodass der Dow also relativ deutlich fallen kann. Wohlgemerkt werten wir das Ganze eben als eine Korrektur im Aufwärtstrend und nicht als eine wie auch immer geartete längerfristige Topbildung. Das heißt, wir gehen nach wie vor davon aus, so wie wir es auch in den letzten Webinaren skizziert haben, dass diese Korrektur eben zu einer erneuten taktischen Kaufgelegenheit führen wird. Dann schauen wir uns nochmal den ganz wichtigen Transportindex an. Den bringe ich eigentlich auch in fast jedem Webinar. Der Hintergrund ist ganz einfach. Wir müssen immer ständig abklopfen, ob die Hosse als solche noch in einem gesunden Stadium sich befindet oder nicht. Und im Rahmen der Dow-Theorie geht man davon aus, dass eben in einem qualitativ gesunden Aufwärtstrend sich die Transport- und die Industriewerte immer gegenseitig bestätigen über die Herausbildung neuer Bewegungshochs. Und diese Situation haben wir zum jetzigen Zeitpunkt bereits nicht mehr gegeben. Der Transportindex steckte hier bis zuletzt in so einem Keil, kann man sagen, fest und hat diesen Keil auch nach unten aufgelöst. Das heißt, diese ganze Seitwärtsbewegung, die wir vorher hatten, die hat dazu geführt, dass wir keinen schulmäßigen Ausbruch bekommen haben, sondern eben einen gescheiterten Ausbruchsversuch. Das heißt, hier dieser Sprung auf neue Bewegungshochs, der wurde rasch wieder konterkariert. Und jetzt findet der Transportindex sich eben an seiner Unterstützung um 8.980 Punkte wieder. Und wenn es hier nicht gelingt, jetzt ganz kurzfristig diese Marke hier, wo wir eigentlich heute schon mehr oder weniger deutlich drunter sind, zügig zurückzuerobern, dann haben wir auch hier so ein bisschen so einen luftleeren Raum bis zumindest zur 200-Tage-Linie oder sogar hier bis zur unteren Begrenzung des Aufwärtstrendkanals. Und dann kann der Transportindex durchaus noch weitere 500 Punkte fallen, ohne dass man das als Hexenwerk betrachten müsste. Was auch interessant ist, dass dieser gescheiterte Ausbruchsversuch, dass der auch auf einer langfristigen Ebene genauso als gescheitert anzusehen ist, denn wir hatten hier
im Jahr 2014, genauer gesagt im vierten Quartal 2014, hier das bisherige Allzeithoch bei 9.310 Punkten. Und dieser Ausbruchsversuch über diesen Bereich eben auf ein neues Allzeithoch, der ist eben nicht nachhaltig gelungen, war wie gesagt nur ein temporäres Phänomen. Und insofern haben wir eigentlich einen gescheiterten Ausbruch auf zwei Zeitebenen, was natürlich uns für die Zukunft auch wieder einige Hinweise gibt. Denn hier wird vermutlich in den nächsten Monaten sich eine Divergenz zwischen Transport- und Industriewerten verfestigen. Last but not least, hier unten im MACD können Sie es vielleicht, ich hoffe, dass Sie es erkennen können, hier einen Schnittpunkt. Indikator hat nach unten eingedreht, hier mit der Signallinie einen Schnittpunkt generiert und damit ein Verkaufssignal. Das heißt, wir haben also von Seiten der Trendfolger hier bereits zum jetzigen Zeitpunkt ein Verkaufssignal. Das Ganze kann man sich natürlich auch unter Elliott Wave technischen Gesichtspunkten anschauen. Hier mal eine ganz lange Darstellung von diesem Transportindex. Und zwar seit 2009, also das Tief, was Sie hier im Chart in der linken unteren Ecke sehen, das ist von Anfang 2009. Und da sehen wir eigentlich auch hier eine typische fünfwellige Sequenz. Hier die Anfangsphase der damals noch jungen Hosse, dann hier die Welle 2 als erste nennenswerte Korrektur, dann hier die langgezogene, ausgedehnte Welle 3 und ja, seit Ende 2014 bis jetzt vor kurzem kann man sagen, dass das eine typische Welle 4 ist, relativ lang gezogen. Und ja, jetzt hat zum Schluss die letzte Sequenz begonnen, die letzte Fünfer-Sequenz als Welle 5, von der wir jetzt noch nicht genau sagen können, ob es jetzt schon komplett abgeschlossen ist oder ob da vielleicht nochmal ein Versuch nach oben kommt. Aber was wir sagen können, ist, dass in diesem Index die Hosse seit 2009 definitiv in den letzten Zügen liegt. Und ich wage auch mal die Voraussage, dass der Transportindex von den großen Indizes der erste oder einer der ersten ist, der hier dann 2017 austoppt. Am liebsten wäre es mir jetzt, wenn wir tatsächlich nochmal hier stärker nach unten gehen würden im Transportindex, wie auch in den anderen Indizes, und dass wir dann in einer erneuten Aufwärtsbewegung im zweiten Quartal bis Sommer, dass wir es dann im Transportindex am besten nicht schaffen, nochmal ein neues Hoch zu machen, denn dann hätten wir eine breit angelegte Divergenz zementiert und dann könnten wir weiterhin unserem Szenario folgen, wonach wir ja immer sagen oder immer gesagt haben, dass wir 2017 wahrscheinlich ein wichtiges Top an den internationalen Aktienmärkten bekommen. Schauen wir uns mal das Sentiment am US-amerikanischen Aktienmarkt an. War auch eines der Hauptargumente in den letzten Webinaren, warum wir gesagt haben, da muss jetzt endlich mal eine Korrektur passieren. Wir waren zum Schluss jetzt hier siedend heiß in der NDR Crowd Sentiment Poll auf Werten von fast 75. Und im Zuge der jüngsten Konsolidierung am Markt hat sich das jetzt so ein bisschen nivelliert. Der Optimismus ist zurückgekommen, aber wie Sie hier auch sehen können, ist natürlich noch nicht wirklich deutlich zurückgekommen. Also es ist keine echte sentimenttechnische Bereinigung, die hier passiert. Da müsste eigentlich noch ein bisschen mehr auf der Unterseite kommen, sodass auch das Stimmungsbild, sagen wir, Minimum hier neutral ist, aber am besten natürlich wäre es, wenn das Stimmungsbild hier ins Negative abkippen würde. Denn dann könnte man sagen, jetzt ist wieder genügend Angst da und jetzt haben wir einen Einstiegszeitpunkt und das ist halt momentan noch nicht der Fall. Und deswegen ist eigentlich davon auszugehen, dass hier noch ein bisschen mehr Wasser den Rhein runterfließen muss, bevor hier wieder eine antizyklische Kaufgelegenheit entsteht. Noch drei Folien habe ich Ihnen hier zum Thema Sentiment mitgebracht, und zwar hier die sogenannten Advisors. Das sind die US-Börsenbriefschreiber, die sozusagen ihren Kunden dann ein Aktienportfolio empfehlen, entweder positiv, neutral oder negativ. Das ist der Prozentsatz der Positiven, also der Bullen. Und da können wir erkennen, dass wir hier bis zuletzt auch auf dem Rekordniveau waren. Ich glaube, ich hatte es auch letztes Mal vorgestellt. Ich glaube, 63% hatten wir hier und das ist auch historisch im 20-Jahres-Kontext ein absoluter Top-Wert gewesen. Und jetzt haben sich hier so die ersten Bullen mal so ein bisschen zurückgezogen. Es ist der Indikator hier gefallen, ist aber immer noch relativ weit oben. Und was auch augenfällig ist, dass der Anteil der Bären, den Sie jetzt hier auf der nächsten Folie sehen, dass der momentan immer noch verschwindend gering ist. Das heißt, diese Fraktion hat jetzt noch nicht reagiert auf die jüngste Kurskorrektur.
Was natürlich bedeutet, dass also die Bullen, die ich Ihnen eben gezeigt hatte hier, die jetzt sich ein bisschen zurückgezogen haben, die müssen ja irgendwo hin und die hat es nicht ins Bärenlager verschlagen, sondern die hat es ins neutrale Lager verschlagen, denn hier sehen Sie den Prozentsatz der Neutralen. Das heißt, die ehemaligen Bullen, die sind jetzt noch nicht richtig bärisch geworden, sondern die sind erstmal, ja, kann man sagen, haben sich irgendwo geparkt, bisschen versteckt hier an der Seitenlinie. Und das ist für mich auch noch ein Indiz dafür, dass der US-Markt eben noch nicht unten ist momentan. Hier wäre es wirklich wünschenswert, wenn einfach der Anteil der Bärenfraktion, wenn der mal so ein bisschen hier in die Puschen käme, hier nochmal so eine Spitze ausbilden würde. Und dann könnte man sagen, dass dann irgendwann mal hier im nächsten, möglicherweise auch schon wie gesagt, in den nächsten Tagen, dass da einfach mal ein bisschen Angst, ein bisschen Panik in den Markt kommt, was aber mittelfristig natürlich positiv wäre. Dann schauen wir uns nochmal die Put-Call-Ratio an. Habe Ihnen heute mal die 21-Tage-CBOE Put-Call-Ratio mitgebracht, weil man da sehr schön in der Vergangenheit, gerade in der jüngeren Vergangenheit, sehen kann, wo denn Markttiefs herausgebildet werden. Und das ist zumindest nicht auf dem aktuellen Niveau der Fall, denn wir sind momentan noch recht weit entfernt, hier eine Put-Call-Ratio-Spitze herauszubilden. Die letzten Spitzen, die Sie hier sehen, die waren allesamt assoziiert mit Zwischentiefs im S&P 500. Und in der aktuellen Situation sollte es dann eben auch noch so sein, dass hier die Put-Call-Ratio sich erst noch ein bisschen erhöhen muss, bevor wir hier von einer echten Angstspitze sprechen können. Und dann wäre es vermutlich auch Zeit, wieder in den Markt zu gehen, aber eben erst dann. Dann lassen Sie mich nochmal ganz kurz zusammenfassen, was wir über den US-Markt sagen können. Ganz wichtig zum einen, dass jetzt erstmal charttechnische Verkaufssignale im Kasten sind. Rührt einfach daher, dass die Indizes ein zweites niedrigeres Kurshoch markiert haben und dann im Anschluss das letzte Reaktionstief nachhaltig unterschritten wurde. Damit haben wir es kurzfristig mit weiteren Rückschlagsrisiken zu tun. Und aufgrund der Tatsache, dass momentan wenig weitere charttechnische Unterstützung im Markt liegen, könnte also eine solche Korrektur eben auch kurz und heftig ausfallen, also auf der Preisebene insbesondere heftig, aber auf der Zeitebene eben relativ kurz gehalten, da wir ja, wie ich es eingangs erwähnt habe, über den Dekadenzyklus schon im April wieder Rückenwind bekommen. Das ist somit hier die Kaufgelegenheit, die wir erwarten. Und ja, insgesamt würden wir damit noch das Pulver auf der Longseite ein bisschen trocken halten. Jetzt kommen wir mal zum DAX. Der DAX hat mich ganz ehrlich gesagt überrascht in den letzten Tagen. Insbesondere hier der Donnerstag und der Freitag fand ich ein bisschen seltsam, denn wir haben hier einen Keil nach unten aufgelöst. Ein Keil gehört zu den sogenannten Umkehrformationen in der Formationslehre. Meistens kündigt sich hier eben über einen längeren Zeitraum schon so ein Momentumverlust an. Dieser Momentumverlust, der wird dann eben visualisiert über diese Keilform. Und dann kommt es hier zum Verkaufssignal, wenn die untere Begrenzungslinie des Keils durchbrochen wird. Und normalerweise folgt dann eigentlich ein etwas heftigerer Abverkauf bis zur Keilbasis, also wo der Keil beginnt. Das ist hier ungefähr im Bereich um 11.500 Punkte rund. Aber was wir eben am Donnerstag und Freitag gesehen haben, dass die Marktteilnehmer zumindest mal versucht haben, dagegen zu halten und eben nicht das direkte durchgereicht werden hier nach unten zugelassen haben. Jetzt haben wir heute natürlich wieder eine etwas andere Situation. Jetzt waren heute wieder die Bären im Vorteil. Haben wir mit Gap, mit Kurslücke nach unten eröffnet. Das Ganze, wie Sie hier sehen, ist relativ unausgegoren. Aber wir haben gesagt, solange dieses Verkaufssignal durch die Auflösung des Keils nach unten, solange dieses Verkaufssignal nicht entscheidend konterkariert wird. Und das würde im Grunde genommen erst bei einem neuen Bewegungshoch oberhalb von 12.156 Punkten der Fall sein. Solange wollen wir eigentlich das Szenario einer weitergehenden oder fortgesetzten Korrektur noch aufrechterhalten. Und die Zielzone wäre dann hier also der Bereich um rund 11.500 Punkte. Möglicherweise würde man dann hier auch noch Unterstützung bekommen von der langfristig aufwärtsgerichteten Trendlinie, sodass wir hier erstmal keine weiteren Angebotsüberhänge sehen. Im Gegenteil, hier würden wir dann voraussichtlich Nachfrageüberhänge erleben. Ja, auch im DAX-Sentiment sieht es so aus, dass wir zumindest von Seiten der Put-Call-Ratio auch keine Angst im Markt haben. Sobald die Put-Call-Ratio hier Spitzen ausbildet, haben wir eigentlich immer eine sehr gute Chance auf ein tragfähiges Tief. Das können Sie hier sehr schön mal sehen an den letzten Spitzen, die dieser Indikator herausgebildet hat. In der Vergangenheit immer wieder
lokale Tiefpunkte herausgebildet. Und die letzte Bewegung der Put-Call-Ratio, die war allerdings eben nicht nach oben, sondern nach unten gerichtet, eben zeitgleich mit der Aufwärtsbewegung des Marktes, mit der bullischen Bewegung hier im DAX. Und insofern liegt es nahe, hier anzunehmen, dass wenn der DAX hier weiter korrigiert, dass die Put-Call-Ratio dann ansteigt und uns dann möglicherweise auch relativ rasch schon wieder Angstniveaus anzeigt. Aber das ist eben aktuell noch nicht der Fall. Da müssen wir erst abwarten, ob das tatsächlich dann der Fall sein wird. Und falls ja, dann hätten wir auch nochmal eine zusätzliche Indikation eben von Seiten der Put-Call-Ratio, dass hier möglicherweise das nächste Einstiegsgelegenheitstief markiert werden kann. Ja, eine andere Art, das Sentiment zu messen, geht natürlich über Befragungen. Sie kennen wahrscheinlich alle die Firma Sentix, die immer freitags die Marktteilnehmer zur Einschätzung der internationalen Märkte befragt. Und unter anderem lässt sich auch hier der sogenannte strategische Bias ableiten. Da wird nicht abgefragt, wie sehen Sie den DAX auf die nächsten Aufsicht von 4 Wochen, sondern wie ist Ihre Erwartungshaltung zum DAX in den nächsten 6 Monaten? Also hat einen Zeithorizont von einem halben Jahr. Und da können wir hier sehen, dass diese 6 Monats Erwartungshaltung, dass die in letzter Zeit, genauer gesagt seit Jahresbeginn, ziemlich erodiert. Und wir haben eigentlich nur 2 Wochen gehabt, wo dieser Indikator mal zumindest den Sinkflug kurzfristig unterbrochen hat. Und ansonsten ist es fast ein Strich nach unten. Hier können wir aber schön erkennen, dass die Kursbewegung des DAX nach oben geht, während diese 6 Monats Erwartungshaltung nach unten geht. Und das bedeutet, dass die Investoren gerade im mittel- bis langfristigen Horizont immer weniger Wert im DAX wahrnehmen. Und das bedeutet wiederum, dass da die latente Kaufbereitschaft, die bis vor einiger Zeit noch vorhanden war, dass die momentan ziemlich erodiert. Und damit ist der DAX natürlich auch anfällig gegenüber negativen Überraschungen. Und eine solche negative Überraschung könnte beispielsweise darin bestehen, dass wir relativ zügig die 11.500 Punkte sehen. Dann wollte ich Ihnen noch den Wochenchart zeigen, weil man da nämlich auch relativ viel rauslesen kann. Zum einen, wir befinden uns in einem intakten langfristigen Aufwärtstrendkanal, der hier begonnen hat im Februar 2016 mit einem wichtigen zyklischen Tief. Und wenn man hier 2 Parallelen zeichnet als Kanal, dann können wir hier erkennen, dass wir nach einem ersten Test der Oberseite oder der oberen Begrenzung des Kanals, dass wir dann nicht sofort abgeprallt sind, sondern im Gegenteil, wir haben uns so ein bisschen hier an der Oberseite des Kanals entlang gehangelt. Aber das bedeutet auch, dass hier ständig so eine Art Deckel auf dem DAX lastet. Und dieser Deckel verhindert einfach, dass wir, oder hat es in der Vergangenheit verhindert, dass wir recht zügig einen Test des Allzeithochs bei 12.390 Punkten gesehen haben. Und von daher wirkt dieser Deckel auch aktuell noch. Und das ist auch ein weiterer Grund dafür, warum wir davon ausgehen, dass zunächst einmal hier erst eine fortgesetzte Verschnaufpause passieren wird. Wir können das hier nochmal im längerfristigen oder in der längerfristigen Chart-Einstellung sehen. Dieses sich entlanghangeln an der oberen Trendkanalbegrenzung. Und da sollte es zunächst einmal ein deutliches Abprallen geben. Bevor wir dann aber, das müssen wir auch nochmal betonen, dann im weiteren Verlauf tatsächlich nochmal einen Angriff auf das Allzeithoch erwarten. Und nicht nur das, wir erwarten eigentlich, dass wir neue Allzeithochs herausbilden. Wir vermuten, dass die größte Chance für eine solche Bewegung im 2. Quartal da ist und rechnen also damit, dass wir durchaus hier den Bereich um 13.000 erreichen können. Ich habe das nochmal hier eingezeichnet. Zunächst einmal die Bewegung nach unten, die eine so ein bisschen so eine Bereinigung des Marktes mit sich bringen sollte und dann nochmal eine schöne Fortsetzung mit Blick auf das Allzeithoch beziehungsweise sogar den Versuch, dass wir das überwinden können. Und ich sag mal, bis über 13.000 sollten wir es eigentlich in diesem Sommer noch schaffen. Dann komme ich nochmal zum Schluss zum Eurostoxx 50, der mich auch in den letzten Tagen ein bisschen überrascht hat auf der positiven Seite. Hätte nicht gedacht, dass wir nochmal weiter nach oben gehen, aber auch hier können wir erkennen, dass wir an der Oberseite von einem Trendkanal uns befinden und dass diese obere Begrenzung des Trendkanals uns jetzt auch Widerstand leistet. Und wir haben ja gesagt, dass wir auch eben gerade, wenn wir die Wall Street analysieren, dass da vermutlich noch kein tragfähiger Tiefpunkt erreicht ist im Zuge der aktuellen Konsolidierung.
Insofern müssen wir auch im Euro Stoxx 50 davon ausgehen, dass wir nochmal ein Luftholen bekommen. Dieses Luftholen allerdings findet natürlich jetzt von einem höheren Niveau statt als ursprünglich geplant und wir haben bereits bei 3.335 Punkten hier wieder ein schönes erstes Auffangbecken für eine mögliche und für einen möglichen Rücksetzer und können also hier auch, was das Trendverhalten betrifft, davon ausgehen, dass wir im Sommer hier die Spitzen bei 3.700 oder sogar 3.835 nochmal antesten werden. Von daher lassen Sie mich nochmal zusammenfassen, was wir zu den Aktienmärkten herausgearbeitet haben. Zum einen haben wir momentan eine sehr starke Wirkung von Seiten des Dekadenzyklus, der deutlich die Oberhand gewonnen hat gegenüber dem vierjährigen US-Präsidentschaftswahlzyklus. Ja, und dieser Dekadenzyklus, der zeigt uns an, dass wir momentan noch in der Gegenwindphase stecken und diese Gegenwindphase idealtypischerweise bis Mitte April ja, laufen sollte. Natürlich ist die Realität nie ganz ideal, wie wir sie gerne hätten. Deswegen müssen wir eigentlich auch schon ja, in der gesamten ersten Aprilhälfte immer mal gucken, ob nicht vielleicht dann doch schon ein frühes zyklisches Tief ja, reinläuft. Müssen wir einfach auf Sicht fahren und immer unsere Indikatoren abklopfen. Momentan gehen wir davon aus, dass wir eben noch kein Tief erreicht haben. Wichtiges Argument hier, dass die Short-Signale in den Charts, dass die gerade erst generiert worden sind und solche wichtigen Signale sollten in aller Regel nicht von heute auf morgen wieder konterkariert werden. Insofern also hier muss oder sollten die US-Märkte insbesondere noch weiter fallen. Wie gesagt, momentan ist wenig charttechnische Unterstützung vorhanden und insofern können die US-Märkte allein aufgrund der Schwerkraft schon noch ein Stückchen fallen, auch deutlich fallen. Und das würde dann für den DAX höchstwahrscheinlich die 11.500-Punkte-Marke bedeuten. Aber die gute Nachricht ist, dass wir dadurch wirklich endlich mal eine echte Chance haben auf eine Sentimentbereinigung. Und das wiederum würde uns dann ja, beim Wiedereinstieg in den langfristigen intakten Aufwärtstrend helfen. Das war's für heute von meiner Seite. Ich gebe mal zurück an dich, Markus. Du hast wahrscheinlich jetzt auch noch einiges. Ja, super, danke dir, Armin, für deine Ausführungen. Bevor ich gleich auf meinen Bildschirm überschwenke, möchte ich Ihnen mitteilen, dass ich Ihnen gerne zwei Trading-Szenarien auf den DAX vorstellen möchte. Einmal Long und Short, zwei verschiedene Varianten. Wir haben es gehört, aktuell liegt die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur ja, ein bisschen höher. Ja, deswegen machen wir gleich die Short-Variante zuerst. Das sind beides kurzfristige Handelsstrategien. Wir haben es gesehen oder vielmehr gehört, Aufwärtstrend, der Trendkanal nach unten wurde durchbrochen. In den letzten Tagen auch, das ja, spricht in der Regel für Verkaufssignal. Außerdem haben wir noch weiterhin die Situation, dass die Volatilität im DAX, der VDAX, immer noch aktuell sehr niedrig ist. War letzte Woche sehr tief, nahezu beim Low von 12. Jetzt sind wir bei 16. Kommt da noch ein bisschen mehr Bewegung rein, Angstbewegung, sind wir schnell bei 21 und dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Deswegen zeige ich Ihnen ganz kurz, wie wir die Strategie mit Hilfe des Guidance Desktop umsetzen könnten und bringe jetzt erstmal ganz kurz meinen Bildschirm wieder in Position, damit Sie das dann auch in Zahlen sehen. Ja, jetzt müssten Sie den Bildschirm sehen, ja, wie immer. Hier oben einfach nochmal die Internetseite blau markiert, oben links zum Guidance Desktop. Ganz kurze Einführung wieder. Hier oben im oberen Bereich sehen wir immer die Chart-Thematik oder die Chartwelt. Unten dann im unteren Drittel die Produktwelt, die sich gleich befüllen wird. Und in der Mitte ist eben die Eingabemaske. Und da haben wir die Möglichkeit hier auf der linken Seite, wo ich kreise, den Basiswert dann einzustellen. Das ist der DAX, den brauchen wir nicht verändern. Und haben dann drei Felder, die wir eingeben müssen. Einmal dieses blaue hier, das ist der Einstieg. Kursziel, wo wollen wir hin, wo müssen wir, womit rechnen wir, wo es hingeht, wenn die Strategie aufgeht. Das ist grün. Und Stop-Loss ist eben, wo setzen wir den Stop. Ja, und da packen wir das einfach, dann füllen wir das Ganze mal mit Leben, damit wir diese Short-Strategie auch mal grafisch zeigen können und auch die Produkte dazu. Heute Morgen waren wir im DAX bei 11.900 knapp, jetzt sind wir schon wieder bei 12.000 grob. Das gebe ich mal hier ein, denn diese Strategie ist kurzfristig und könnte eben ab sofort greifen. Wie gesagt, wir sind alle keine Propheten, aber von der Wahrscheinlichkeit her gesehen könnte das Sinn machen. Kursziel,
bei der Short-Variante die starke, fette Unterstützung bei 11.400, 11.500. Wir geben mal 11.400 hier ein und Stop-Loss so in etwa das absolute Hoch, was wir Mitte März hatten, bei 12.156 Punkten. Und dann sollten auch gleich hier unten sehen Sie wieder, wie die Produkte reingepurzelt kommen. Strategie hier am weitesten oben, eben am nächsten der Strategie, die wir Ihnen vorstellen. Hier die verschiedenen WKNs und hier oben eben die Charts, der Chart. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Da hat sich so ein bisschen was verschoben, sehe ich gerade. Ich gebe das nochmal ganz schnell ein. Gehe dann nochmal zurück auf den DAX. Erstmal was anderes einstellen. Und jetzt gehen wir nochmal auf den DAX. Da waren noch irgendwie alte Werte drin. So, das machen wir ganz schnell. Wo haben wir ihn? Hier müsste man haben. Genau. So. Und irgendwie nimmt das nicht richtig, aber 12.000, das sind eigentlich die Marken, die wir hatten. Komisch, warum er das nicht macht. Ich ziehe es nochmal ein bisschen zusammen. Was haben wir da? Gut, also vernachlässigen Sie einfach mal, was hier unten passiert. Wir sehen hier oben, blau ist der Einstieg, 12.000. 12.156 hier oben, das wäre eben das Stop-Loss-Level. Und bei grün sehen wir eben, wo würden wir aussteigen letztendlich. Die Abstände, die wir hier sehen, sehen Sie schon, dass der Abstand zum Stop, vom Stop-Loss zum Einstieg deutlich geringer ist als eben zwischen Einstieg und Ziel. Und wir sehen dann auch, irgendwie ist das noch nicht ganz richtig hier, das kann nicht ganz passen. Lassen Sie mich das nochmal korrigieren, weil diese ganzen Striche hier, die machen irgendwie gar keinen Sinn. Entschuldigung dafür, ich versuche einfach nochmal da irgendwie was einzustellen, aber irgendwie macht er das nicht so richtig. Der hat hier ganz komische Profileinstellungen. Ich klicke das alles mal weg, das ist der Vorführeffekt. Ich aktualisiere das nochmal ganz kurz, Entschuldigung. So. Ja, ich hoffe, wir kriegen es jetzt hin. Ich versuche es einfach nochmal. So, DAX nochmal 12.000 knapp, haben wir gesagt. Dann hatten wir die 11.400, hoffentlich klappt es jetzt besser. Die 12.156. Und jetzt schauen wir mal, ob es jetzt funktioniert. Es funktioniert irgendwie auch nicht. Das ist der Vorführeffekt. Also irgendwie, wenn Sie es richtig machen, ja, dann würden Sie eben, machen wir es einfach ein bisschen grafisch so, dann würden Sie hier eben den Einstieg eingeben, das Kursziel, Stop-Loss, und Sie kriegen hier unten dann letztendlich ja die Produkte raus. Also hier ist irgendwo ein Bug drin, muss ich mich für entschuldigen. Da macht es auch nicht wirklich viel Sinn, dann die Long-Strategie hier im Guidance Desktop fortzuführen. Aber ich sage Ihnen trotzdem, wie Sie es eingeben könnten, wenn Sie auf die Long-Strategie gehen. Die Long-Strategie wäre wie folgt, dass wir davon ausgehen, oder die würde nur dann greifen, wenn wir sagen würden, okay, der DAX taucht nochmal ab in Richtung 11.500 Punkte. Erst dann würde diese Strategie greifen. Das heißt, wir würden das Einstiegslevel bei 11.500 setzen. Und das Kursziel dann für die Long-Strategie wäre dann die 12.390. Ich trage das jetzt einfach mal grafisch ein, aber es verändert sich hier wirklich nicht wirklich. Also wir würden einsteigen dann bei 11.500. Wenn wir im DAX runterkommen würden, das wäre eben diese fette Unterstützungslinie. Und das Allzeithoch würden wir eben dann wieder ins Visier nehmen. Das sind 12.390. Das sehen Sie hier in der Mitte, dass sich hier was verändert. Und das Stop-Loss-Level würden wir eben ja knapp unterhalb der Unterstützungslinie von 11.500 setzen, mal bei 11.400. So, und Sie sehen jetzt hier, hat das jetzt funktioniert? Auch nicht wirklich. Sie sehen, es datet einfach nicht ab, weil die alten Werte hier noch drin sind. 11.500, 11.400, 10.400, da ist irgendwie alles durcheinander. Aber Sie sehen, wenn Sie das hier letztendlich vielleicht selbst dann auf dem Bildschirm eingeben, dann müsste das bei Ihnen hoffentlich richtig rauskommen. Also 11.500 der Einstieg, 12.390 das Kursziel und Stop-Loss 11.400. Ja, wie gesagt, tut mir leid, ich kann das nicht aktualisieren. Und das wäre es dann schon mit den zwei DAX-Strategien. Und ich würde dann wieder abgeben dann an den Dirk. Die Finanzmärkte bleiben weiterhin spannend und das wären auf jeden Fall zwei Strategien, die Sie fahren könnten.
Ja, hat leider nicht funktioniert jetzt, und jetzt würde der Dirk dann einfach wieder übernehmen. Ja, vielen Dank, Markus. Tut mir leid, dass das nicht so geklappt hat, wie du dir das gewünscht hast. Ich hoffe, dass es bei mir dafür etwas besser funktioniert. Aber das ist nun mal, wenn es live über den Äther geht, dann kann das auch mal passieren, dass das eine und der andere nicht so optimal, Das hoffe ich auch für dich. danke, nicht so optimal funktioniert. Ja, da möchte ich Sie auch recht herzlich begrüßen zu unserem Webinar heute Abend. Beginnen möchte ich auch heute wieder mit ein paar eher mal grundsätzlichen Gedanken. Ich habe es ja in den letzten Webinaren auch immer wieder betont, wie stark die Finanzmärkte gegenwärtig von den größeren politischen Aktionen beeinflusst werden. Alles andere als idealtypisch, das muss ich sagen, von meiner Seite als technischer Analyst, dass die freien Marktkräfte, die ich ja versuche als technischer Analyst zu analysieren, nicht so in dem Maße wirken, wie ich mir das wünsche. Somit auch in diesem Webinar, wenn ich mich jetzt um die anderen Märkte, Finanzmärkte außerhalb des Aktienmarktes kümmern darf, werde ich mich auch wieder auf die, insbesondere auf die Geldpolitik fokussieren und auch schauen, wie insbesondere die Reaktion der Marktteilnehmer auf die wichtigen Maßnahmen, geldpolitischen Maßnahmen, war. Und ich halte das Wissen für diese Muster, die sich hier herauskristallisieren aktuell, im Hinblick auf die Etablierung von erfolgreichen Trades für sehr, sehr wichtig. Und deswegen, auch wenn ich das schon an der einen oder anderen Stelle in den letzten Webinaren betont habe, möchte ich da nochmal den Fokus drauf setzen, auf diese geldpolitischen Maßnahmen und die Reaktion der Marktteilnehmer. Und anfangen möchte ich wieder immer mit dem Rentenmarkt. Und auch hier habe ich heute als erste Grafik von meiner Seite mitgebracht, blau, das ist der US-amerikanische Anleihenzinssatz. Und Orange, das ist die US-amerikanischen Fed Funds, das sind sozusagen der Zinssatz, zu dem die amerikanischen Finanzinstitute Geld untereinander leihen. Und insbesondere die Fed hat auf diesen Zinssatz mit ihren geldpolitischen Maßnahmen halt einen ganz, ganz massiven Einfluss. Und wir können bei der orangenen Kurve ganz gut erkennen, die drei Zinserhöhungen der Fed, die ja seit Dezember 2015 durchgeführt wurden. Und was hier in diesem Kontext interessant ist, wie gerade am Rentenmarkt die Kurse bzw. der Zinssatz darauf reagiert hat. Und wir haben das Muster immer wieder bei allen drei Zinserhöhungsprozessen der Fed immer wieder ein ähnliches Muster, was wir abgreifen können. Im Vorfeld der Leitzinserhöhung, ja, da steigen die Zinsen sehr schön an. Das heißt, die Anleihenkurse fallen. Und wenn dann die Fed die Zinsen erhöht hat, dann sieht man, dass dann, das sieht man auch bei diesen rot oder orange schattierten Flächen, die ich eingezeichnet habe, dann sieht man, dass der Zinssatz runterkommt. Das heißt, dass die Kurse steigen werden. Und wir hatten ja die letzten Zinsschritte, den dritten Zinsschritt am 16. März gesehen von der Fed. Und auch hier im Vorfeld, man sieht das blau, die Zinsen zunächst leicht angestiegen. Und jetzt, seitdem die Fed die Zinsen erhöht hatte zum dritten Mal, dann sehen wir sehr schön, dass am Rentenmarkt die Zinsen runterkommen. Ich habe das damals schon als Geldpolitik-Paradoxon bezeichnet und dieses Muster ist sehr wichtig, auch gerade beim Traden, dass wir das im Hinterkopf behalten. Wie gesagt, gerade der Zinsschritt, der jetzt getätigt wurde, die Fed hat gesagt, dass sie dieses Jahr noch zweimal die Zinsen erhöhen möchte. Die nächste Fed-Sitzung findet ja am 3. Mai statt, aber in diesem Jahr finden insgesamt noch sechs Sitzungen statt. Und unter diesem Aspekt ist also jetzt erstmal nicht zu erwarten, dass zum nächsten Mal die Fed die Zinsen wieder erhöhen wird. Und unter diesem Aspekt soll die Tendenz fallende Zinsen am Rentenmarkt eher nochmal beibehalten werden. Und auch unter diesem Aspekt analysiere ich momentan nicht den Rentenmarkt. Sie sehen, wir haben charttechnisch hier nochmal der US-amerikanischen 10-jährige Zinssätze, dass wir den Widerstand bei 3,6% sehr schön bestätigt haben und seitdem eigentlich die Zinsen eher mal fallen in den USA. Und Sie sehen, ich habe auch eingezeichnet, wenn das Szenario, was der Armin für den Aktienmarkt dargestellt hat, dass wir so bis Mitte April eher ungünstig im Aktienmarkt laufen, glaube ich, dass wir eine gute Chance haben, dass die Zinsen auch nochmal am langen Ende runterkommen. Meine Zielmarke zunächst einmal bis Mitte April 2,3% und das wäre dann hier entweder ein Rechteck oder gegebenenfalls,
Rechteck als Trendbestätigungsformation oder gegebenenfalls auch einen Top-Bildungsprozess. Das liegt halt sehr stark daran, inwiefern der Aktienmarkt stärker unter Druck kommt. Dann könnte ich mir vorstellen, dass wir hier auch einen Top-Bildungsprozess abschließen. Das heißt also, die Zinssätze unter 2,3 fallen sollten und dann in Richtung 2% laufen. Aber das muss jetzt erst beobachtet werden. Von der Stimmung her bei der Befragung nichts Neues. Eigentlich das Szenario, was ich Ihnen den letzten Monaten immer wieder erwähnt habe, die Stimmung gerade strategisch äußerst pessimistisch. Keiner glaubt, dass die Zinsen irgendwie noch einmal runterkommen in Richtung 0%. Und da ist für mich der große Überraschungsfokus zu legen, inwiefern die Marktteilnehmer hier gezwungen werden, ihre Positionen zu überdenken. Aber das ist nochmal Zukunftsmusik. Ich denke mir, das wird uns im zweiten Halbjahr stärker beeinträchtigen und sehe jetzt zunächst einmal nur auch auf den deutschen 10-jährigen Zinsanleihensatz, den wir haben, eher nochmal eine Gegenbewegung, bevor dann vielleicht nochmal ein Impuls in Richtung 0,65% vonstatten geht. Wie gesagt, idealtypisch, die Zinsen sollten runterkommen bis etwa Mitte April hinein. Und dann müssen wir schauen, inwiefern auch dann der Markt, der Aktienmarkt einen lokalen Boden herausbildet und dann auch noch einmal ein stärker Zinsanstieg am Rentenmarkt dadurch auch mit ausgelöst wird. Sie sehen, meine Argumentation ist auch sehr stark intramarkttechnisch. Also gerade Ausgangspunkt ist das Szenario am Aktienmarkt. Aber die Märkte laufen momentan nicht eher Risk on, Risk off. Und unter diesem Aspekt halte ich auch eine Analyse gerade im strategischen Kontext für wichtig, wenn ich den Rentenmarkt betrachte. Gehe ich einen Schritt weiter und komme zur Währung und das hatte ich auch schon die letzten Male gezeigt, sehr stark ist die Zinsspanne zwischen Europa und USA der treibende Faktor für die Währungsentwicklung. Und was wir in den letzten Wochen gesehen haben, ist eher mal, dass die Zinsen zugunsten von Europa gelaufen sind. Das heißt, die Zinsen in USA sind deutlicher unter Druck gekommen als bei uns hier in Europa und gerade auch in Deutschland. Und das hat natürlich auch nochmal eine Wirkung gehabt im positiven Sinne für den Euro. Es lassen sich hierdurch ein bisschen erste Zweifel an den Trump-Impuls für die US-amerikanische Wirtschaft erkennen, aber man soll das jetzt nicht auch zu stark fundamental betrachten. Zumindest diese Bewegung können wir momentan nicht abgreifen. Und auch hier noch einmal die besondere Wirkung, auch das hatte ich beim letzten Mal beim Webinar hier genannt, die besondere Wirkung der FED-Zinserhöhung auf den Euro bzw. den US-Dollar. Normalerweise im Vorfeld einer Zinserhöhung von der FED ist es so, dass der Euro zur Schwäche neigt, der US-Dollar fester wird und umgedreht werden dann die Zinssätze erhöht von der FED. Dann sehen wir im Nachgang, das sind diese orangenen Bereiche, die ich hier eingezeichnet habe, dann sehen wir im Nachgang einen festen Euro und auch das sehen wir aktuell. Sie sehen das sehr schön mit der letzten Zinserhöhung von der FED im März, Mitte März, seitdem auch sehen wir einen festen Euro wieder und dieses Szenario, dieses Muster passt momentan nicht sehr gut und da hat durchaus, wenn man dieses Muster weiter fortschreibt, der Euro jetzt Potenzial nach oben und das ist allerdings jetzt kein Überraschungselement für den Markt. Ich habe hier jetzt mal die aktuelle Stimmungsumfrage für den US-Dollar mitgebracht. Dort sieht man schon wieder, dass zum ersten Mal eigentlich seit über einem Jahr dieser hohe Pessimismus gegenüber dem Euro sich schon langsam wieder in Richtung Neutralität entwickelt hat, sogar die kurzfristig die beste Stimmung, die von Seiten der Marktteilnehmer aktuell für den Euro gesehen wird. Na, bin ich mal gespannt, dass hier nicht noch erstmal eine kleine Ernüchterung reinkommt, dass also ein festerer Euro nicht so selbstverständlich ist, wie das viele Marktteilnehmer momentan nicht glauben am Markt. Unter diesem Aspekt also gerade ganz wichtig zu sehen, inwiefern dieser charttechnische Widerstand 200-Tage-Linie bei 1,088 beziehungsweise auch das 38,2% Fibonacci-Retracement der gesamten Konsolidierungsbewegung der letzten Monate, die 1,086, inwiefern die jetzt hier nachhaltig nach oben genommen wird. Gelingt dies, haben wir nochmal weiteres Potenzial bis in den Bereich 1,1025, 50% Retracement, eine sehr, sehr wichtige Marke. Insgesamt aber bleibt dieser Charakter eines Seitwärtsmarktes mehr oder weniger erhalten. Und ich glaube, dass wir erst im zweiten Halbjahr auch eine stärkere Bewegung in die eine oder andere Richtung außerhalb dieser breiten Bandbreite sehen werden. Davor wird sich wohl alles weiterhin in dieser sehr breit angelegten, aber eher doch seitwärts gerichteten Bewegung, hochvolatil, wie Sie auch erkennen können, abspielen.
Gut, ganz wichtig, was ich gerade gesagt habe, wenn wir jetzt zu den Rohstoffen kommen, ist natürlich die Währungsentwicklung gerade für den Goldpreis. Da möchte ich gerade bei den Rohstoffen anfangen. Gold und der US-Dollar. Sie sehen das hier momentan nicht fast eine identische Entwicklung. Kein Wunder, der Goldpreis wird ja in US-Dollar gepreist und hier sieht man einen sehr schönen Gleichlauf mit Richtung, ja, haben wir einen festen Euro, steigt auch dann der Goldpreis, beziehungsweise umgedreht, ein fester US-Dollar, dann fällt der Goldpreis. Also dieser Gleichlauf, den können wir aktuell wieder sehr schön abgreifen und deswegen auch kein Wunder, dass wir auch eine ähnliche Bewegung sehen, dass wir, was wir beim US-Dollar bei der FED-Zinserhöhung abgreifen können, das gilt auch bei Gold. Dort ist es so, vor einer FED-Zinserhöhung ist der Goldpreis eher schwächer. Wenn dann die Zinserhöhung durchgeführt wird, sehen wir einen starken dynamischen Impuls. Und so auch aktuell sieht man sehr schön mit der letzten Erhöhung, Zinserhöhung der FED, dass momentan nicht der Goldpreis wieder nach oben strebt. Und unter diesem Aspekt ist also auch hier ein gewisses Potenzial zu erkennen. Und was immer wieder ein großes Problem ist beim Gold, auch gerade unter strategischen Aspekten, ist der hohe Optimismus, der drin ist. Das ist für mich einer der größten Hindernisse, die dafür sprechen, auch hier mal strategisch eher mal positiv für den Goldpreis zu sein. Aktuell ja zwar kein ausgeprägt hoher Optimismus, aber doch tendenziell, gerade im strategischen Bereich, bleibt es dabei, ein Optimismus, der drin ist, der soll bremsen. Und unter diesem Aspekt ist alles das, was wir jetzt nach oben sehen, noch als eine etwas ausgeprägtere Gegenbewegung zu sehen und noch nicht als der strategische Kaufzeitpunkt. Sie sehen, ich habe einmal hier die abwärtsgerichtete Trendlinie, die im kürzerfristigen Bereich einzuzeichnen ist. Und ich glaube, dass wir gerade auch, wenn der US-Dollar nochmal zur Schwäche neigt, wenn der Euro fester wird, dass wir eine gute Chance haben, dass der Goldpreis sich noch einmal in Richtung 1280 Punkte kurzfristig entwickeln sollte. Und längerfristig, das habe ich Ihnen auch schon in den letzten Webinaren gezeigt, glaube ich, da gibt es diesen 8-Jahres-Zyklus und wir befinden uns aktuell in einem 3-Jahres-positiven Zyklus. Bevor ich strategisch wieder Gold auf der Long-Seite sehe, müssen ganz wichtige charttechnische Signale erst kommen. Einmal die längerfristig abwärtsgerichtete Trendlinie, die wäre etwa auch in dem Bereich um 1280 US-Dollar zu sehen. Und insbesondere, das wäre dann für mich die letztendliche Bestätigung eines abgeschlossenen Bodenbildungsprozesses, wenn die 1370 nach oben genommen wird. Da ist es noch ein langer Weg hin, aber das sind die Marken, die genommen werden müssen, bevor ich auch wieder richtig positiv für Gold werde. Und dann hoffe ich, dass auch nicht unbedingt dann auch wieder, also ein ausgeprägter Optimismus strategisch ein Hindernis darstellt, bevor ich dann auch hier bei der Goldseite etwas strategisch etwas positiver werde. Als letztes noch ein Blick aufs Rohöl. Da gab es ja auch einiges an überraschender Kursentwicklung. Zunächst einmal, das habe ich Ihnen auch in den letzten Webinaren schon häufiger gezeigt, saisonal eigentlich ein günstiges Umfeld für steigende Rohölpreise. Gerade der April eigentlich statistisch im Durchschnitt der beste Monat, den wir in den letzten Jahren abgreifen können. Aber davon sehen wir aktuell überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil, wenn wir uns auch noch mal ich habe es leider nicht dabei. Sie können sehr schön erkennen, dass wir eigentlich auch keine Stütze bekommen über einen schwachen US-Dollar momentan nicht beim Rohölpreis. Und unter diesem Aspekt, Stimmung ist momentan nicht im Keller. Das muss man ganz eindeutig sehen. Kurzfristig hoher Pessimismus als auch strategisch. Sie sehen, hier hat ein massiver Stimmungsumschwung stattgefunden, nachdem wir zuvor sehr, sehr optimistisch waren, gerade im Dezember letzten Jahres, einen hohen Optimismus im kurzfristigen als auch im strategischen Bereich herausgebildet haben. Der ist raus aus dem Markt. Und was wir jetzt schon sehen, ist schon wieder das andere Extrem, ein hoher Pessimismus. Also durchaus eine Chance für die Long-Seite im taktischen Bereich. Deswegen auch bei mir hier, auch wenn die wichtige Marke 53, ich zeige Ihnen gleich nochmal eine wichtige Grafik, nach unten genommen wurde, sehe ich momentan nicht die gewisse Stabilisierungschance, glaube allerdings nicht, dass wir die wichtige Marke 53 US-Dollar nach oben wieder nehmen sollten, eher mal nur so eine Pullback-Bewegung und dann kommt halt genau das, was ich auch immer wieder angedeutet habe im strategischen Kontext, dass das Fracking-Argument noch einmal richtig zum Tragen kommt
Und ein schartechnisch ganz negatives Bild im mittelfristigen strategischen Kontext ist, dass wir die 53 wieder nach unten genommen haben. Sie sehen, wie wichtig dieser Ausbruch war. Eigentlich ein Bodenbildungsprozess, der hier abgeschlossen wurde. Er wird jetzt wieder konterkariert und das ist strategisch nicht günstig zu interpretieren. Und wie gesagt, ich war schon überrascht, dass die Marktteilnehmer so positiv auf die Förderkürzungen der OPEC reagiert haben. Sie sehen das hier nochmal im Dezember, dass der Markt nochmal nach oben gegangen ist und nicht das Thema Fracking, was ja gerade von Trump wieder stark in den Vordergrund gebracht wird, dass dieses Thema eigentlich viel, viel negativer für den Ölpreis umgesetzt wird. Nun, die Marktteilnehmer scheinen es jetzt erst zu spielen und ich halte unter diesem Aspekt, auch wenn wir eigentlich eine Unterstützung bekommen vom US-Dollar, dass wir hier eher nicht darauf spekulieren sollten, dass wir strategisch zumindest einen günstigen Zeitpunkt sehen, aktuell wieder in den Ölmarkt investiert zu sein. Ja, Markus, das war es auch von meiner Seite für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wie immer drücke ich die Daumen, dass bei Ihnen auch der Trade so läuft, wie Sie sich das vorstellen. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss. Ja, danke Dirk nochmal. Also es hat mich in der Zwischenzeit nicht in Ruhe gelassen. Ich musste den Bug beheben und deswegen habe ich auch einfach nochmal für Sie ganz kurz auf den Bildschirm die Short-Strategie draufgepackt, damit Sie es einfach nochmal sehen, jetzt funktioniert es. Ich habe, wie gesagt, drei Werte eingegeben, den Einstieg bei den 12.000 Punkten, wo wir aktuell sind im DAX. Kursziel Short 11.400 Richtung Unterstützungslinie und Stop-Loss bei 12.156. Und jetzt sehen Sie auch hier oben relativ schön die Grafik, die Abstände Stop-Loss zum Einstieg relativ klein und die Chance, die Sie haben, bis 11.400 ist dann deutlich größer im Abstand, grafisch auch. Und das gibt dann ein Chance-Risikoprofil oder Verhältnis von 4 ungefähr. Das sind die Produkte dazu und hier auf der linken Seite. Und der Einstieg aktuell in so ein Produkt, in einen derartigen Shortschein, würde Toro Endlos bei knapp 1,87 € hier liegen. Der Ausstieg, wenn die Strategie dann in Richtung 11.400 läuft, auf 7,86 € und Stop-Loss wäre bei 30 Cent. Das wollte ich Ihnen jetzt nochmal ganz kurz gezeigt haben, damit Sie es grafisch gesehen haben. Es war, wie gesagt, ein Bug bei mir. Und jetzt zeige ich Ihnen noch ganz kurz, was Sie nächste Woche erwartet. Und zwar ist am 3.4. nächsten Montag zur bekannten Zeit mein Kollege, Rohstoffexperte Axel Herlinghaus bei uns. Er wird dann den Fokus Rohölmärkte, das hat ja auch Dirk gerade eben am Schluss noch angemerkt, präsentieren und mögliche Entwicklungsszenarien für das in der hochkomplexen Rohölwelt dann skizzieren. Das ist, wie gesagt, nächste Woche auf der Agenda. Und habe mich gefreut, dass Sie alle wieder mit dabei waren. Ich möchte euch beiden ganz herzlich danken, Dirk und Armin, für eure tolle Präsentation, eure Ausführungen. Hat mir super viel Spaß wieder gemacht. Der Bug hat mich auf jeden Fall genervt, aber so ist es manchmal, wenn es live ist und man möchte dann auch nicht zu lange rumzögern. Ich danke Ihnen auf jeden Fall. Die Sonne ist zwischenzeitlich schon fast untergegangen. Es ist dunkel und ich sage Tschüss und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Danke nochmal. Adios.